Kennst du das Gefühl, dass dein Körper einfach aus dem Gleichgewicht geraten ist? Hast du jemals von Entgiftung gehört und dich gefragt, ob und wie es richtig funktioniert? Wie kann Entgiftung dazu beitragen, dass wir uns vitaler, gesünder und insgesamt ausgeglichener fühlen? In unserem heutigen Interviewausschnitt taucht Martin Auerswald, Biochemiker und Ernährungsberater, tief in das Thema Entgiftung ein. Er zeigt uns, wie der Körper auf natürliche Weise entgiftet und welche Methoden tatsächlich helfen, die Balance wiederherzustellen. Martin teilt nicht nur sein wissenschaftliches Know-how, sondern gibt uns auch praktische Ratschläge und Tipps, um den Entgiftungsprozess optimal zu unterstützen. Wenn du neugierig geworden bist und mehr über natürliche Entgiftungswege erfahren möchtest, dann bist du hier genau richtig. Abonniere unseren Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und unsere spannenden Beiträge nicht zu verpassen. Jetzt aber viel Vergnügen mit dem informativen Gespräch mit Martin Auerswald. So, und das sind einfach so Sachen, die kann man jeden Tag machen. Es sind eigentlich Sachen, die ein gesunder Mensch jeden Tag tun sollte, die eigentlich auch in den gesunden Alltag gehören, die eben auch gut für unsere Entgiftung sind. Und ich habe das dann runtergebrochen auf 10 oder 11 Sachen. Ich würde mal anfangen mit den Lebensmitteln, die in unserer Ernährung eher nichts verloren haben, die eher neumodisch, industriell sind. Du würdest sagen, übersäuernde Lebensmittel. Wenn man schon mal die weglässt, hat man großen, großen Dienst getan. Einmal also Entgiftung beginnt quasi damit, weniger Giftstoffe in den Körper reinzulassen. Und die Ernährung ist hier einfach eine wichtige Quelle. Und ich werde dir das dann auch schicken. Also wer sich den Premium-Zugang holt, der kann dann auch auf diese Folien hier zugreifen, kann sich das nochmal in Ruhe angucken. Aber einfach mal, um das zu sagen, glutenhaltiges Getreide, Produkte aus Massentierhaltung, Zucker, Süßstoffe, Transfette, das sind alles Sachen, die in unserer Ernährung eigentlich nichts verloren haben. Glutenhaltiges Getreide, wenn überhaupt nur als Sauerteig, verträgt auch nicht jeder, aber zumindest ist Sauerteig hier eigentlich die einzige Form, wie wir Menschen Getreide konsumieren sollten. Und Sauerteig braucht Zeit und Liebe, muss man sich nehmen. Industrielle Speiseöle, Rapsöl, Sonnenblumenöl, da ecke ich ganz oft an, weil bei vielen einfach Rapsöl und Sonnenblumenöl als gesund verankert sind, aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht haben die auch in der menschlichen Ernährung nicht viel verloren, sind eher Kunstprodukte. Hülsenfrüchte sind ganz gut, sollten aber gut gekeimt und eingeweicht werden. Dann sind sie auch bekömmlich und nährstoffreich. Und eigentlich alles, was ja verarbeitet aus der Industrie, also aus einer Fabrik kommt, was aus einer Fabrik kommt, sollte nicht in unseren Körper landen. Das ist ja kein Nahrungsmittel mehr oder kein Lebensmittel. Es spendet kein Leben. Es nährt uns vielleicht, aber es ist kein Lebensmittel. Und hier, das sollte Milchprodukte heißen. Also Milchprodukte sollten auch ähnlich wie Sauerteig, am besten fermentiert, als Joghurt, als Kefir, als Sauermilchprodukte, dass es bekömmlich und eben auch unseren Darm ergänzen kann. Das sind so die wichtigsten eigentlich Toxine in unserer Ernährung. Macht bei den meisten Menschen so etwa 70% der Ernährung aus. Ich komme dann gleich noch zu den Lebensmitteln, die besser sind. Diese nämlich, und das sind Lebensmittel, die entweder super nährstoffreich sind, die super reich an Antioxidantien und Sekundärstoffen sind für unsere Entgiftung und die einfach sowohl die Ernährung ausmachen sollten, als auch eben nebenher die Entgiftung unterstützt. Und das sind eigentlich so Sachen, die hat man schon oft gehört, ne? So Obst, Gemüse. Vor allem Grünzeug und Zwiebelgewächse sind ganz gut wegen der vielen Antioxidantien und der Schwefelstoffe. Bärlauch und Koriander sind super. Olivenöl ist für die Entgiftung auch ziemlich gut. Die Antioxidantien in Olivenöl sind mit die stärksten, die wir in der Natur haben. Unter anderem das Hydroxytyrosol, das hat einen ORAC-Wert von 5 Millionen. Das schaffen auch nur ganz wenige Naturstoffe. Leinsamen, Flohsamen auch, weil die einfach mal schön durchschrubben, den Darm durchbürsten, pflanzliche Omega-3-Fette enthalten und sehr, sehr ballaststoffreich sind, also die Darmflora auch füttern. Beeren, Kräuter, Wildkräuter sind für die meisten eher Gewürz, kann man aber auch öfters essen. Vor allem Wildkräuter kriegt man eigentlich das ganze Jahr über in der Natur und die kosten nichts, also die kann man sammeln, wenn man weiß, welche. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können.
Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Kaffee und Tee. Hier würde ich auf Qualität achten und auch immer mal gerade für die Kaffeetrinker. Ich neige auch eher dazu, zu viel Kaffee zu trinken, auch wenn es guter Kaffee ist, den ich da trinke, aber immer mal so eine kaffeefreie Woche tut mir extrem gut. Ist auch wichtig fürs Nervensystem. Ansonsten guter Tee und guter Kaffee sind auch was ganz Feines für die Entgiftung. Also vor allem für die Leber und die Galle und das, was den Kaffee so bitter macht. Das regt eben auch die Bildung von Entgiftungsenzymen an, den Cytochrom-C-Oxidasen und den Cytochrom-P450-Enzymen. Vitalpilze, über die rede ich auch gerne, ist aber auch ein Thema für ein eigenes Interview. Alle Pilze sind gesund, Vitalpilze sind dann nochmal Pilze mit medizinischen Eigenschaften und einiges sind super für die Ernährung. Austernpilz, Shiitake, Maitake. Manche eignen sich nicht als Lebensmittel, so wie Reishi oder Chaga. Und die sind eben auch sehr, sehr schön entgiftungsfördernd. So bei Rinderleber sind dann auch viele erstmal skeptisch. Aber die Leber ist keine Speicherstätte für Giftstoffe, auch in unserem Körper. Die Leber speichert keine Giftstoffe, die verarbeitet sie. Und eigentlich das Endlager in unserem Körper und auch in Tieren für Giftstoffe ist das Fettgewebe, sind die Knochen, auch das Nervensystem, aber nicht die Leber. Und eigentlich enthält eine gute Leber auch alles, was unsere Leber für die Entgiftung braucht. Alle diese Nährstoffe, über die ich auch gleich reden werde, sind alle in der Leber enthalten, fast alle, bis auf Jod und Omega-3. Fisch und Meeresfrüchte, von Jahr zu Jahr wird die Empfehlung schwieriger wegen der Schwermetallbelastung. Aber wenn man an eine gute Quelle kommt und vor allem kleine Fische aus arktischen Gewässern isst, dann und das auch in Maßen hält, dann hat man eigentlich auch immer noch Lebensmittel, wo die Vorteile überwiegen. Aber ich bin mir sicher, dass da auch nicht jeder mit mir einer Meinung ist. Aber das ist mal, was ich unter einer gesunden Ernährung verstehe, die eben auch die Entgiftung sehr, sehr schön anregen kann. So, das sind jetzt die wichtigsten Nährstoffe für unsere Leber. Und zwar hat unsere Leber drei Phasen, bei denen, also wasserlösliche Giftstoffe werden über die Niere rausgefiltert und über den Urin ausgeschieden. Und was die Leber macht, die verarbeitet im Grunde alles Fettlösliche oder alles, was nicht über den Urin ausgeschieden werden kann, wird zur Leber geschafft und die Leber soll es irgendwie wasserlöslich machen oder in die Galle abgeben. Also die Leber bildet eigentlich die Galle, die Gallenblase speichert nur. Und die Galle ist dazu da, diese ganzen Giftstoffe, die nirgendwo sonst ausgeschieden werden können, möglichst an den Darm abzugeben. Und das landet dann im Töpfchen. Und die Leber braucht für diese drei Phasen einfach Nährstoffe, damit die Enzyme funktionieren. Weil was die Leber macht, die oxidiert diese Stoffe, die packt da Sachen ran, verändert die Stoffe, damit die irgendwie wasserlöslich werden. Und vor allem bei diesen neumodischen 100.000 verschiedenen Giftstoffen, die unser Körper mittlerweile in sich gespeichert hat, da braucht die Leber einfach ein bisschen extra Unterstützung, weil die teilweise einfach nicht weiß, was er damit machen soll. Also das heißt, mit der Zeit steigt unser Nährstoffbedarf, plus unsere Ernährung wird auch immer nährstoffärmer. Das hat auch viele, viele Gründe, aber ich habe schon, es ist fast mein täglich Brot, dass ich Nährstoffanalysen mit Menschen durchführe, Blutbilder analysiere, Darmanalysen mache. Jeder hat Nährstoffdefizite. Das ist der Punkt. Also es ist eigentlich nicht möglich, aus meiner Sicht, über die Ernährung alles zuzuführen. Selbst wenn man sich noch so gesund ernährt, irgendwelche Defizite hat jeder. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, so einmal im Jahr oder wenigstens einmal überhaupt einen großen Check zu machen auf alle Nährstoffe, möglichst Hormone, Entzündungsparameter, wirklich mal zum Arzt oder zum Labor gehen, sich komplett durchanalysieren lassen. Und dann schauen, was habe ich denn für Defizite und das dann zielgerichtet zu ergänzen. Also so, wie es eigentlich am sinnvollsten ist. Und das sind jetzt mal die Nährstoffe, die für die Entgiftung am wichtigsten sind. Wenn jetzt jemand merkt, habt ihr auch immer, wo die enthalten sind. Wenn jetzt jemand merkt, ich habe Defizite oder es sind Nährstoffe, die schaffe ich einfach nicht. Oder es gibt einfach Nährstoffe, wo man sagen kann, die lassen sich recht simpel ergänzen und haben prinzipiell mehr Vorteile als Nachteile. Zum Beispiel B-Vitamine, Vitamin C sind fast unmöglich überzudosieren.
aber helfen eigentlich schon den meisten Menschen sehr gut weiter und sind auch relativ günstig. Das sind auch Sachen, die kann man einfach prophylaktisch einnehmen und der Körper nimmt sich das dann, was er braucht. Das mal sehr pauschal, aber am besten ist natürlich immer eine Nährstoffanalyse gucken, was braucht der Körper. Und für die drei Leberphasen sind es einfach die entscheidenden Nährstoffe. Also B-Vitamine sind eigentlich unser kompletter Stoffwechsel, läuft über B-Vitamine. Vitamin C ist ein Antioxidant, braucht der Körper aber auch als Anhängsel, damit Stoffe wasserlöslich werden. Omega-3-Fette sind auch Anhängsel, um einen Stoff fettlöslich zu machen, um ihn an die Galle abzugeben. Während einer Fasten- oder Entgiftungskur steigt der Omega-3-Bedarf extrem an. Das sieht man da sehr schön. Und auch Omega-3 ist ein Nährstoff, den schaffen wir über unsere Ernährung einfach nicht, weil jeden Tag Fisch essen, also man müsste schon sehr, sehr viel Fisch essen, um seinen Bedarf zu decken. Und ich habe noch niemanden gesehen, der es schafft, über seinen Fischbedarf Omega-3 ausreichend zu decken. Plus dann hat er wahrscheinlich ein Schwermetallproblem. Also Omega-3 ist eigentlich ein Nährstoff, den man über Nahrungsergänzung zuführen muss. Und da gibt es mittlerweile auch bei ein paar Herstellern gute Fischöle. Victilabs hat ein ordentliches Algenöl. Da kann man dann auch mal schauen, was brauche ich gerade. Zink und Selen sind antientzündlich. Also die braucht die Leber, wenn Giftstoffe verarbeitet werden, kann es sein, dass da kleine Entzündungsprozesse in der Leber kommen. Und Zink und Selen sind Teil von Enzymen, die einfach diese Entzündungsprozesse wieder kappen können. Eisen ist so ein grundlegender Nährstoff, ohne den können die Zytochrome in der Leber, das sind die maßgeblichen Entgiftungsenzyme, gar nicht arbeiten. Kupfer, Mangan ähnlich. Jod ist auch ein Anhängsel, also vor allem für die Gallenproduktion ist Jod absolut notwendig. Und Schwefel ist ähnlich wie Vitamin C auch ein Anhängsel, damit ein Stoff irgendwie löslich wird. Hiermit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Du möchtest mehr spannende Fakten und wertvolle Tipps erhalten? Dann stöbere doch mal auf unserem Kanal, auf dem eine Vielzahl von aufschlussreichen und anregenden Videos auf dich wartet. Klicke auch auf Abonnieren, um immer aktuell informiert zu sein und keine unserer spannenden Folgen zu verpassen. Deine Meinung zählt. Teile deine Gedanken, Fragen und Erfahrungen zum Thema Entgiftung hier unten in den Kommentaren und werde ein aktiver Teil unserer inspirierenden Gemeinschaft. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hoffen, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute!